Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Let's Play. Wir spielen Super Mario Kart aus dem Jahre 92 für den SNES erschienen. Wie versprochen jetzt also ein paar Retro-Let's Plays. Und wir spielen noch den letzten verbleibenden Mario Kart, ja, stationären Titel, den wir bisher noch nicht Let's Played haben. Wir haben schon Mario Kart 64 Let's Played, Wii, Wii U und auch Mario Kart 8 Deluxe, also für Switch. Und jetzt eben halt das wohl auch mit Abstand schwerste Mario Kart, und zwar Super Mario Kart. Warum das Spiel so schwer ist, das werden wir gemeinsam herausfinden. Wir wollen den Mario Kart Grand Prix starten und ich werde zuerst einmal nur auf 50 Kubik spielen, ist aber auch schon so schwer genug. Wir haben zu Anfang eine 50-100 zur Auswahl. Man kann 150 auch noch frei spielen, aber da bin ich noch ein bisschen weit von entfernt. Wir haben die Auswahl zwischen Mario, Peach, Bowser, Koopa, Luigi, Yoshi, Donkey Kong und Toad. Ich will mit Koopa fahren, weil das nämlich der einsteigerfreundlichste Gefährt ist. Mit allen anderen kann man sich etwas schwieriger fortbewegen. Hat aber auch Nachteile. Wir sind zwar relativ flink und wendig, aber können auch ganz leicht von Gegnern weggedroschen werden. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir können den Pilzcup, den Blumencup, den Sterncup auswählen. Und wenn wir alles drei mit Gold belegen würden, könnten wir noch den Spezialcup freischalten. Will ich auch gerne schaffen. Ob wir es dann schaffen, wir sehen mal einfach so. Eine Gemeinheit kann ich schon mal vorwegnehmen, und zwar das Gemeine ist halt, während wir hier die erste Runde einläuten, dass die Gegner immer, wann sie wollen, Items ersetzen können. Also das ist wirklich, wirklich doof. Das heißt, sie müssen keine Itemblöcke berühren, so wie wir hier jetzt, bis wir ein Item dann bekommen und das einsetzen können. Nein, sie dürfen instant Items einsetzen, und die haben alle so spezifische Items. Also Luigi und Mario zum Beispiel können sich immer einen Stern nehmen, also können also für kurze Zeit unverwundbar werden. Und Yoshi zum Beispiel legt ein Ei, wenn wir das berühren oder wenn wir darauf fahren, dann hat es denselben Effekt wie bei einem grünen oder einem roten Panzer. Also nicht so einfach alles. Und an Items gibt es auch vieles, was halt auch schon oder noch in späteren Mario Kart Ablegern Verwendung findet. Eine Banane zum Beispiel, der grüne, der rote Panzer. Es gibt zum Beispiel aber noch keinen blauen Panzer, soweit ich weiß. Bisher jedoch fahren wir hier ganz gut. Münzen müssen wir auch einsammeln, das ist auch ziemlich wichtig hier. Weil ansonsten, wenn wir keine Münzen hätten und wir dann gegen einen anderen Gefährten oder Kontrahenten fahren würden, tja, dann würden wir tatsächlich zurückgesmashed werden. Das heißt, wir würden verlangsamen, und was ist hier los? Egal, wir haben es geschafft, aber es war knapp. Immerhin Platz 1. Ich bin baff. Jedenfalls ist es auch wichtig, Münzen zu sammeln, aber man hat eigentlich immer so halbwegs genug Münzen. So, Luigi auf Nummer 2, und es wird auch, glaube ich, so sein, dass Luigi so ziemlich immer unser ärgster Konkurrent werden wird. Also der Computer, der nimmt sich da so jemanden, in unserem Fall Luigi, und der wird dann immer ziemlich weit vorne mitfahren, so dass wir wirklich immer, möglichst immer, den ersten Platz fahren sollten. Was ihr eben auch schon vielleicht gemerkt habt, ist, dass wir hier jeweils immer 5 Runden fahren müssen. Sonst ist es ja meistens immer so, dass man 3 Runden fahren muss, aber hier halt, weil auch die Strecken noch relativ kurz sind, 5 Runden. Und es gibt jetzt auch pro Cup hier jeweils 5 Strecken. Also nicht nur 4, nein, es sind 5. Also insgesamt kann man hier bei Mario Kart, Super Mario Kart, 20 Strecken fahren. Auch ganz nice. Und ich bin auch insgesamt überrascht, dass ich hier echt noch so gut mithalten kann. Wow. Wobei ich glaube sogar 100 Kubik, da kriege ich den ersten Cup wohl auch noch hin. Also der Pilzcup ist echt noch relativ human. Kann man sich noch einigermaßen gut zurechtfinden. Und kann sich an die Steuerung, super, gewöhnen.
Außer wenn man so doof ist wie ich. Ja, und dann natürlich habe ich mich hier selbst gedamaged und mir selbst Schaden zugefügt mit unserem grünen Panzer. Es ist sehr, sehr schlau, was ich da mache. Ist auch sehr wichtig, hier zu driften. Und wenn man springt, kann man sich relativ leicht wieder fangen. Ist zumindest mit unserem Copa-Tropa, also unserem... Ja, Copa, so. Wow, warum fahre ich immer gegen die Ecke? Ich check's nicht. Also ich selbst muss ja zugeben, dass ich in dem Spiel wirklich schlecht bin. Ich habe es vor allen Dingen auch noch fast nie gespielt. Das Spiel war eben halt auch, ja, vor meiner Zeit. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es so einige Maniacs gibt, also einige wirkliche Pros gibt, die da wirklich ein Ast drin sind in dem Spiel. Wieder 150 Kubik, also dreimal so schnell wie hier, wirklich alles schaffen. Aber ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner. Ich bin schon zufrieden, wenn wir alle Cups mit 50 Kubik schaffen. Ist auch mein Ziel für dieses Projekt. Sprich, alle Cups 50 Kubik meistern. Der letzte Cup, der Spezialcup, wird nochmal wirklich extrem heftig werden. Also, es steigert sich. Der hier ist noch human. Der zweite ist schon, ja, ziemlich anspruchsvoll. Der dritte ist heftig. Und der vierte ist fast schon unmenschlich. So zumindest meine Meinung. Aber, ja gut. Viele Meinungen sagen, dass dieses Mario Kart wirklich extrem ist und das Schwerste. Ich meine, ich mag Herausforderungen. Es kann auch sein, dass ich jetzt echt dieses Spiel ja sehr lange intensiv zocken werde, um besser zu werden. Da mache ich vielleicht irgendwann ja nochmal ein Wii Let's Play. Also nochmal eine Wiederholung und dann 150 Kubik und dann mache ich hier alle fertig. Könnte passieren, aber ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, wir schauen mal einfach, was das Ganze so abgibt. Und wir sehen auch hier, der zweite bleibt, und es wird auch so bleiben, immer dieser Luigi. Was ich aber gut hier finde, ist, dass es hier wirklich selten ist, dass man gedamaged wird von irgendwelchen Items. Also, es kommt so gut wie nie vor, dass wir mit roten Panzern bombardiert werden. Liegt aber, verdammt, schlecht gesprungen. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass unsere Kumpanen, unsere Mitstreiter, unsere Kontrahenten, wie auch immer, dass die halt immer festge... Hier sehen wir es zum Beispiel. Instant hat der Luigi einfach so einen Stern hier eingesetzt. Und so ist es eben halt. Ich glaube, keiner, kaum einer... Das kann nicht wahr sein. Wie jump ich denn hier? Was ich sagen wollte, kaum einer hat tatsächlich als Spezialitem einen blauen, beziehungsweise einen roten oder einen grünen Panzer. Ich glaube, gar keiner. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass wir tatsächlich Münzen verlieren, wenn wir andere anspringen, anrempeln, wie auch immer. Kann man nennen, wie man will. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Platz Nummer 1 gesichert, das heißt, ja, da muss schon einiges passieren und wir haben ein Level abbekommen. Also wir haben ein weiteres Leben bekommen. Wenn man dreimal denselben Platz fährt, in unserem Fall Platz 1, kriegen wir ein extra Leben. Wenn wir jetzt dreimal Zweiter gewesen wären, hätten wir auch extra Leben bekommen. Dreimal Achter auch. Wenn man alle Leben erlischt, das heißt in unserem Fall, wenn wir jetzt viermal bzw. fünfmal failen, dann wäre alles hinüber. Das heißt, wir müssten den Cup ganz wiederholen. Es ist ja hier auch so, dass man die ersten vier Plätze belegen muss. Nur dann kann man tatsächlich die das nächste Rennen fahren. Ansonsten müssen wir wiederholen. Also 5 oder schlechter heißt gleich Rennen wiederholen. Wenn dann die Leben aus sind, hat man, auf Deutsch gesagt, ja, verkackt. Kann man so sagen, glaube ich. Aber ja, wir sehen ja schon, es läuft ganz gut. In der zweiten Runde, da kommen die ganzen Wumms hier auch hinunter. Das heißt, die erste Runde, das ist auch nett, ist hier so eine Einführungsrunde, da kommen die Wumms noch nicht. Aber jetzt plumpsen sie auf den Boden und wollen uns das Leben schwer machen. Aber doch, es läuft einigermaßen bei uns. Ich muss ja auch sagen, ich habe hier vor der Aufnahme doch noch ein bisschen trainiert. Also ich habe schon so eine gute Stunde gezockt. Also insofern
nicht jetzt, ich bin doch ein Anfänger, so nicht, aber ich bin jetzt kein blutiger Anfänger mehr. Das Gute ist ja, ich kann mich auch ja, einigermaßen schnell so an eine Steuerung gewöhnen, aber man merkt hier echt schon, das ist echt anspruchsvoll. Das ist auch das Gute, was ich so finde an den alten Spielen. Was bei den neuen, ja nicht, was heißt, es gibt auch neue Spiele, die schwer sind. Aber man wird hier so reingeworfen halt quasi. Dann heißt es halt so, friss oder stirb. Und das finde ich halt gut, dass es auch von Beginn an so einen Schwierigkeitsgrad hat. Und von der Steuerung auch nicht ganz so einfach, aber das Gute ist halt auch, ich habe ja extra Koopa gewählt. Ist quasi, wenn man so will, der einsteigerfreundlichste Held. Wenn man Held sagen kann, aber... Wow! Jetzt kein Fehler machen. Fahr. Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Und haben sogar einen großen Vorsprung. Einen ziemlich großen. Von dem zweiten. Lustig. Das habe ich selten erlebt, dass ich jetzt echt 18 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten vor Luigi. Okay. Jetzt haben wir also die ersten vier Runden absolviert und jetzt kommt Runde Nummer 5. Und das ist das Finale, oder? Ja, heißt auch so, Finale. Also wenn wir jetzt irgendwie die ersten vier Plätze belegen, das müssen wir ja auch, sind wir auf jeden Fall... Ups, haben wir es geschafft auf jeden Fall, also... Werden wir wohl schaffen, oder? Freunde, das schaffen wir. Was muss, das muss. So. Münzen einsammeln. Haben wir schon mal ein bisschen was gut. Also wie gesagt, das Ziel in dem Let's Play ist es, alle Cups 50 Kubik. Und ich kann euch versichern, die nächsten Cups, die werden schwieriger werden. Da werden mehr Fails, vermutlich, wow, sowas wie hier vorkommen. Und dann... Ups, Münzen her. Und dann geht's, wie gesagt, vielleicht nochmal etwas später 100 Kubik. Aber ich werde dieses Let's Play vermutlich erstmal dann bei nach 50 Kubik pausieren, beenden, wie auch immer. Wenn wir mal gucken. Und dann schauen wir mal. Das Gute hier ist auch, dass man mal ganz leicht Gegner überrunden kann. Haben wir auch sogar schon mal gemacht ab und zu. So, noch zwei Runden, dann haben wir es. Dann hätten wir es. Sind aber unten. Der Luigi... Wow, wie fahre ich denn hier? Der Luigi ist schon relativ dicht auf den Fersen. Sollten wir uns jetzt keine Fehler mehr erlauben. Ich werde es mir eh erlauben, aber... Ich sag's ja immer. So, letzte Runde, Freunde. Letzte Runde. Dann hätten wir es. Wir sind noch gefühlte knappe 20 Sekunden vom Sieg entfernt. Wir können es schaffen, aber... Ich sag mal so, wir schaffen es, komm. Hua, letzte Kurve und dann... Dann haben wir's. Sehr gut. Und das noch ohne Punktverlust. Das ist immer besonders gut. So. Maximal kann man also 45 Punkte erreichen. Und die haben wir auch erreicht. 15 Punkte vor Luigi. Und jetzt die Siegerehrung. Platz 3 Yoshi finde ich gut. Ist hier eigentlich eh mein Lieblingscharakter, der Yoshi. Aber in dem Fall halt, haben wir mit Koopa Troopa, also mit einfach nur Koopa kann man auch sagen. Immerhin Platz 1, 50 Kubik, Pilz Cup. Wir haben es gewonnen, wir haben Gold. Gutes Rennen, auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Blumen Cup. Und bis dahin, macht's gut.